Die sind so mit so einer Orange. Oh mein Gott, hier sind Chicken Salad. Yes. Da, die Flügel sollen for free. Oh mein Gott, was ist das denn, Leute? Oh mein Gott, das geht auf hier. 61 Cent Cashback bekommen. Das sind 6 Crew, Leute. Okay, wir müssen es echt machen, die Mia. Wir waren ja bei einem Inder neben Sexworld essen. Damals. Du, ich und Bagosch. Oh mein Gott, da war eins schlecht, Mann. Ach nee. Deswegen sage ich ja, ich werde den nie vergessen. Ja. Ein Vater, der mit Kindern unterwegs ist, oder? Oh, yes, Leute. Hat immer was am Start, oder? Hm, die sind gut. Schön knusprig. Mhm. Mag ich. Sind auch gut. Mhm. Also ich finde, Preis-Leistung ist gut beim Laden. 5 Stück, 5 Euro? Ist okay, oder? Ist echt okay, ja. Ja. Also ein Donnersberger Glück hast du gesagt, ein guter Ende, oder? Ja, das ist der Bollywood. Also, ich kannte den Laden, bevor die bekannt geworden sind, von einer Afghanin damals. Da hatte ich mein Date mit der damals, vor über 10 Jahren schon, glaube ich. Die hat mir das dann so ein bisschen gezeigt und ein Jahr oder 2 Jahre später ist der Laden bei Galileo dann aufgetaucht, mhm. weil dieser Jumbo, mhm. die in Deutschland getestet hat, und der hat gewonnen. Oha. Ja. In Deutschland? Ja, der hat gewonnen. Da müssen wir doch hingehen, auf jeden Fall. Ja, der hat gewonnen und natürlich, ich kannte es halt so, gute Qualität, mhm. relativ billig. Natürlich ist er dann, nachdem er gewonnen hat, sind die Preise etwas hochgegangen. Aha. Ja. Ja, muss jetzt halt. Kann man verstehen, aber. Ja, aber die Qualität ist geblieben, oder? Die Qualität ist geblieben. Also ich finde, der schmeckt mega gut. Auch so dieses Naan, was sie dann immer machen, ich finde, das ist so, wie es schmecken muss, einfach von der Qualität. Weil ich hatte auch bei ein paar anderen Indern so, dass das Naan dann immer trocken war. Bei einem hatte ich, dass es nicht richtig durch war. Ja. Keine Ahnung, also ich war da immer zufrieden. Also es ist natürlich ein bisschen teurer als vielleicht andere zum Vergleich. Aber ich finde, es ist okay vom Preis und von der Leistung, ja. Viele machen einen Teig, Tempura-Teig oder Mehl oder irgendwas, pinseln das ein und verdienen es nochmal. Das ist noch knuspriger. So kennst ich. Okay, findest du es gut? Ist besser, ja. Ja? Aber wenn du die Ente nämlich nur so machst, ja, nur so frittierst, ist es zu trocken. Das ist nicht knusprig. So. Ist nicht knusprig? Mhm. Okay, das heißt, sie haben es nur gebacken, ne? Und für direkt am Hauptbahnhof auch gute Preise. Ja, echt nicht teuer, Mann. Sehr gut. Heute kann ich arbeiten gehen, leider. Weißt du, dieser Laden, wo wir spazieren gegangen sind und wo dieser 7 Euro Bubble Tea war? Ja. Den habe ich dann getestet. Und da habe ich auch Reis und Rind gegessen. Und das war das krasseste Rind. Da, wo du gesagt hast, das war das saftigste Fleisch, oder? Das saftigste nicht Wagyu Fleisch. Nach dem Ledger, wo wir waren, wo wir vorbeigelaufen sind, wo du gefilmt hast. Genau, genau. Die hatten krasses Reis mit Hühnchen. Nein, mit Rind. Das Rind war krass. Ich habe mir halt den Bubble Tea gegönnt, weil das ist der teuerste, den ich jemals gesehen habe. Okay. Für Rio. Wie war der? Ja, nicht schlecht. Das war nicht mal kein Bubble Tea. Wie viel hat 7 Euro. Und wie viel hat das Reis mit Rind gekostet? 22. Was? 22 ohne Reis. Echt jetzt? Ohne Reis, ja. Mit Reis 24. Echt jetzt? 22 ja. Euro? Nur Fleisch, Gemüse, Soße? Ja. Krass. Aber da muss es aber echt krass sein. Also das muss halt schon passen. Und wenn die so welche Preise aufhauen, dann sind sie mit Sicherheit gut. Also eigentlich, weißt du, was sollte man, ja. Sollte man schon krass sein eigentlich, also gut sein. So, was geht, Leute? Zurück vom Essen. Essen war überraschend gut. Wir hatten keine Ahnung wohin. Einfach Hauptbahnhof ausgestiegen, da haben wir den Laden gesehen. Meinte die Mia, der ist gar nicht so schlecht, da hat er schon gegessen und ja, haben ausprobiert. Essen war okay, die Vorspeisen waren gut und vor allem Preis-Leistung war krass. Also dafür, die Preise waren gut und dafür das Innenstadt war noch besser. Helium Mining. Geheimtipp von Chong und der andere Pokémon Go-Kollege, habe ich euch ja erzählt. Hat mir darüber erzählt und Chong meinte, er schaut sich das mal an, klingt interessant. Ich habe mir jetzt ein paar Videos angeschaut, ich habe noch nicht alles gecheckt, aber das natürlich, das was ich gesehen habe, war gut, weil die meisten haben mal darüber geredet, wie gut das ist natürlich.
ist ja öfter so, die Leute sagen einfach nur das Gute und die Nachteile werden kaum erwähnt, aber kann man mal probieren, investieren. Ich oder wir haben ja ein bisschen Geld über und ja, wieso nicht? Ein paar Sachen, die ich noch gar nicht gecheckt habe, ist, vielleicht schauen ja ein paar zu, die das sich auch schon angeschaut haben, weil es in letzter Zeit ja immer beliebter geworden und immer mehr Leute schlagen das vor, dementsprechend vielleicht hat ja einer von euch Ahnung, betreibt es ja schon selber. Was ich nicht gecheckt habe, ist, wie mehr Leute in eurer Stadt meinen und diese Hotspots entstehen, desto mehr kriegt ihr, aber gleichzeitig, wie mehr Leute meinen, desto weniger Rewards kriegt ihr, weil sich das dann auf die Leute aufteilt. Da habe ich das noch nicht gecheckt, weil wie mehr, dann kriegt man mehr, aber wie mehr, dann kriegt man weniger. Weil zum Beispiel hier München, große Stadt, da soll es effektiver sein als irgendwo auf dem Land. Und was ich noch nicht gecheckt habe, ist die Verbindung mit wo es steht und der Anzahl an Leuten, die dann in eurem Netzwerk sind und euer WLAN sozusagen nutzen. Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Das wurde auch gar nicht so krass erwähnt. Wie gesagt, ich habe erst ein paar Videos geschaut, vorhin, wo ich auf die Jungs gewartet habe und jetzt auch. Wie mehr Leute das verwenden, hat das dann auch einen Einfluss darauf, wie viel man verdient oder wie krass dann euer Hotspot ist? Und wie krass euer Hotspot ist, desto mehr verdient ihr oder was? Das habe ich noch gar nicht gecheckt, also die zwei Sachen. Und auch nicht, wie krass dieses Internet ist. Also manche meinen natürlich, die erste Sorge ist natürlich, wenn ihr da einfach Hotspot WLAN gibt, dann können das ja Leute verwenden und da illegal in den Schwarzmarkt gehen, sagen wir jetzt zum Beispiel Kinderpornografie, und dann ist es ja die IP-Adresse, die ihr zur Verfügung stellt, dann müsst ihr ja eigentlich dafür haften, so wie zum Beispiel, wenn jemand Airbnb hostet und euer Gast dann zum Beispiel illegale Filme oder so downloadet oder Kinderpornos oder sowas, dann müsst ihr ja eigentlich dafür haften, solche Sachen. Und dann haben aber ein paar andere gesagt, okay, das Internet ist gar nicht so, ist gar nicht dafür gedacht, dass man, dass die Leute da mit surfen oder so, sondern es ist, was war das? Internet of Things oder sowas, Things of Internet, und das ist eigentlich nur so für so kleine Geräte, die halt irgendwie so ein bisschen WLAN benötigen, damit zum Beispiel irgendwelche so Hundechips oder sowas, damit die Welt halt gedeckt ist mit diesem WLAN, damit halt solche kleinen Geräte immer funktionieren und sowas. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt, weil Chong meinte, zum Beispiel in der Nähe von Einkaufszentren oder so bei Tati's Foodtruck, damit die Gäste dann im WLAN sind und dann bringt es mehr oder so. Das habe ich aber so noch gar nicht gecheckt. Das sind so die Punkte, die ich noch nicht gecheckt habe. Und ansonsten ist halt die Frist, die Sendefrist, bis das halt ankommt, sehr lang bisher. Und natürlich das Anfangsinvestment für die Mining-Hotspot-Dinger. Aber wie gesagt, die paar hundert Euro können wir mal ausprobieren. Also Schaden tut es mir nicht. Und dann schauen wir mal. Gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare, wenn ihr das schon abgecheckt habt. Was ich sonst noch so mache, ist, ich habe zum Zocken Battlegrounds und Attack on Titan lesen. Attack on Titan Requiem heißt es. Das ist das alternative Ende. Das Ende war ja kontrovers. Viele der Fans haben es nicht gefeiert. Mir war es eigentlich egal. Also ich bin nie ein Fan, so starker Fan von irgendwas, wo ich mich so reinsteige und sage, boah, taugt mir gar nicht oder so. Ich nehme, was ich bekomme. Aber die haben das jetzt selbst gemacht und da steht es irgendwo. Die letzten drei Kapitel haben sie selber gemacht mit einem alternativen Ende. Und das soll richtig gut sein. Also das hat eine Menge positives Feedback bekommen. Ich weiß, habe jetzt nicht gecheckt, wie die... Ich dachte, es wäre komplett draußen. Aber irgendwie ist erst Teil 1 draußen, habe ich gerade gelesen. Haben die auch richtig geil gemacht. Hier kann man so Musik im Hintergrund laufen lassen, haben die perfekt ausgesucht. Und dann kann man sich das letzte Kapitel geben. Also wer Attack on Titan feiert und das Ende nicht gefeiert hat, dem kann ich Attack on Titan No Requiem vorschlagen. Gönnt euch das mal, schaut es mal rein und gebt Feedback, ob ihr das Ende dann besser findet. Ja, ich glaube, das war's aber auch schon von mir. Heute chilliger Sonntag. Ich gönne mir noch ein paar Videos, zock ein bisschen und dann Abendessen und dann war's das von mir. Euch noch einen schönen Tag. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Oh, das war der alte. Das war das alte Auto, das sage ich gar nicht mehr. Folgt uns auf Instagram und Twitch, das war's.
Twitter und Facebook braucht ihr gar nicht. Investiert immer fleißig in Bitcoin. Vergesst nicht, serious business. Moment. Ciao.